Herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Heute möchte euch euer Nachbar-TV Spielewünsche zeigen. Ja, ich möchte euch gerne meine Spielewünsche vortragen, die ich gerne haben möchte als Retail-Version in einer physischen Version. Ich bin ja noch so ein alter Sammler. Ich brauche was zum Grapschen. Und egal, ob das jetzt Module sind, Cartridges, ob das jetzt moderne Blu-Rays sind, auf DVDs, Collectors Edition, wo bitte das Spiel dabei ist und nicht als Download-Code. Dann gibt es natürlich noch hier die guten Nintendo-Cartridges, solange man das tapsen kann, unbedingt. Natürlich auch Steelbooks. Steelbooks, es gibt so geile, schöne Steelbooks. Man kann sagen, was man will. Und ich bin ja wirklich ganz, ganz extrem in der Hinsicht. Ich hole mir auch PC-Games als Retail-Version. Also das sollte schon, ich weiß, man benutzt dann meistens eh den Download-Code zum Runterladen. Aber wenn da CDs dabei sind oder DVDs, finde ich das mega, mega cool und mega fantastisch. Leider gibt es halt Spiele, die es nicht geschafft haben, eine physische Version zu bekommen. Und ich zeige euch heute mal so 5 Spiele, die ich mir wirklich wünschen würde, wenn die noch irgendwie mal eine Retail-Version rausbekommen würde. Ich weiß, es wird wahrscheinlich oft wegen Rechten und keine Ahnung was, die Spiele halt nicht auf den Markt kommen. Aber Wunsch ist Wunsch und es ist mein YouTube-Programm. Also hauen wir rein. Den Anfang, meine Freunde, macht Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, was 2013 rauskam. Das hier ist ein Remake vom 1990er rausgekommenen Castle of Illusion. Wie ihr wisst, ich liebe die Teile, die kamen auf dem Game Gear, Mega Drive und Master System auf dem Markt. Und der Teil hat ein paar Besonderheiten. Der hält sich nicht ganz so ans Original. Also er nimmt schon sehr viel mit vom Originalklassiker, aber er erweitert das Ganze. Wie ihr sehen könnt, das ist ein 2,5 D-Jump-and-Run-Plattformer. Und natürlich hier kommen auch neue Mechaniken zum Spiel. Also es gibt auch so kleine 3D-Anspielungen, wie zum Beispiel, man kennt es von Crash Bandicoot, wenn man zum Beispiel vom riesen Felsen davonläuft, hier gibt es das in dem Spiel auch, mit einem Riesenapfel zum Beispiel. Das macht halt wirklich in dem Spiel sehr viel Spaß und es fängt den Nostalgiefaktor, finde ich, extrem gut ein. Ist wirklich ein sehr geiler Plattformer geworden. Und das hätte ich mir wirklich damals immer sehr, sehr gerne gewünscht, wenn der Teil als Retail rausgekommen wäre. Aber leider, leider halt nicht. Und schade. Das zweite Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist 1980X, was letztes Jahr auf Steam und auf PlayStation 4 schon auf den Markt kam und seit gut einer Woche endlich für die Switch auch rauskam. Dieses wunderbare Game, wie auch der Name schon vermuten lässt, lässt die 80er Jahre und dessen Spiele noch einmal neu darstellen. Es sind halt 5 Arcade-Klassiker, ein Brawler, ein Racing-Game, ein Shoot'em-up, ein Rollenspiel und ein Ninja-Game, die halt hier spielbar sind. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dass man zum Beispiel dann nochmal so einen Arcade-Modus freischaltet, wo man dann halt die Games nochmal als ganzes Game spielen könnte. Das ist leider nicht vermöglichbar gewesen. Spielzeit sind leider auch nur 2 Stunden, also das ist ein bisschen mangelhaft. Aber das Spiel macht so Laune. Das Spiel ist vom Soundtrack her sehr, sehr gut und sollte wirklich jeder, der ein bisschen was auf Retro hält, mal unbedingt angetestet haben. Und zu diesem Spiel sollen es noch weitere Teile geben. Vielleicht kommt dann eine Collection raus. Das wäre noch viel, viel geiler. Lassen wir uns überraschen. Und der dritte Streich folgt zugleich. Und das ist hier Scott Pilgrim vs. The World The Game, meine Lieben. Ach, wie viele Leute wünschen sich dieses Spiel als Retail. Aber da weiß ich es, es liegt an den Rechten. Das hier, meine Freunde, ist im Endeffekt das Spiel zu den Comics zum Film. Ganz genau, klingt komisch, ist aber so. Ich habe ja die Comics leider nicht gelesen, werde das definitiv noch irgendwann mal nachholen. Ich glaube, das schiebe ich zwar schon ewig, aber wird definitiv mal der Fall sein. Aber gerade auch wieder vor 1-2 Wochen den Film geguckt. Ich liebe den einfach, der ist wirklich gut. Und extra für das Video auch das Spiel mal wieder angespielt. Kam damals nur für PlayStation 3 und Xbox 360 auf dem Markt. Was halt das Besondere an diesem Brawler ist, an diesem Beat'em-up-Brawler, du kannst zu 4 zocken, das ist auch sehr, sehr cool. Ihr levelt halt euren Char immer weiter auf, um halt die 7 tödlichen Ex-Freunde von Ramona Flowers zu besiegen. Das Spiel ist halt wirklich sehr, sehr gut gelungen und es gibt auch sehr viele Anspielungen an Filme und Comics und natürlich auch an Videospiele. Und solche Dinge zu entdecken macht halt auch mega Laune. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, stimmiges Game. Es passt halt wirklich, also mir macht es wirklich Laune. Wäre halt wirklich cool, wenn irgendwann mal und von mir aus in 10 Jahren, wenn dieses Spiel irgendwann mal eine Retail bekommen würde, wäre sehr, sehr cool.
Das vierte Spiel, was ich euch zeigen möchte, ist Fast RMX, was ein Nintendo Switch Release-Titel war. Dieser F-Zero-Klon macht wirklich alles, alles, alles richtig. Er ist bombastisch schnell, er spielt sich gut, er sieht gut aus, hat einen Vierspieler-Splitscreen-Modus. Das Spiel hier ist oder kann bombastisch schwer sein. Also der einfache Cup ist schon herausfordernd oder man kann ihn noch bestreiten, aber was dann Mittel- oder Hardcore ist, ist auch Mittel- und Hardcore-Modus. Das Spiel hier weiß ganz genau, dass es ein F-Zero-Klon ist, aber ein äußerst bombastisch guter. Ich kann es immer wieder nur erwähnen. Wer es noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt probieren. Es gibt sogar einen F-Zero-Modus, wo du halt so einen Energiebalken hast, den du halt zum Boosten benutzen kannst. Sehr, sehr cool. Also ich finde das wirklich, es ist eine gute Alternative, da ja Nintendo F-Zero irgendwie auf Glatteis gelegt hat. Und es spielt sich wirklich, also ich kann euch sagen, probiert, testet es, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, probiert es einfach. Es ist wirklich sehr, sehr cool, ich liebe es. Es wäre halt wirklich bombastisch, wenn dieser Titel auch eine Retail bekommen würde. Der Vorgänger Fast Racing Neo für die Wii U hat auch verspätet eine Retail-Version bekommen. Also vielleicht dürfen wir noch hoffen, wäre wirklich sehr, sehr cool, alles auf Cartridge zu haben. Das fünfte und letzte Spiel, wie sollte es anders sein, Sonic the Hedgehog 4. Leider nur als Download-Version rausgekommen, für mich als Sonic-Fan, da blutet ein bisschen das Herz natürlich als Sonic und Sammler, muss man sagen, ja. Blutet da ein bisschen das Herz, dass diese Version leider nur digital auf den Markt gekommen ist, aber ich habe mich mega gefreut, wie ich damals gehört habe, hey Sonic in 2D, Returns und Teil 4. Das war ein sofortiger Download-Release-Kauf, wie ich gesehen habe. Das ist freigeschaltet, musste ich sofort haben. Das ganze Spiel soll im Endeffekt halt an die Sonic-Teile von früher anknüpfen, die halt in 2D liefen. Das fängt auch das Ganze relativ gut ein mit ein paar Marken, wie ihr hier auch im Video sehen könnt. Ich finde, Sonic ist zu mittig im Bild. Also es ist, überhaupt wenn du mit Höchstgeschwindigkeit läufst, ist es unpraktisch, wenn Sonic so weit vorne ist. Aber so ist es leider. Und was ich auch ein bisschen vermisse, das ist der Sonic Speed. Also der hundertprozentige Speed fehlt mir ein bisschen bei dem Spiel. Das Game hier macht natürlich nichts Neues. Es ist ein typisches Sonic-Spiel. Dr. Robotnik, also Eggman, ist natürlich wieder unser Schurke des Vertrauens hier im Spiel. Man kann die Emeralds sammeln. Und was auch sehr, sehr cool war, 2 Jahre später erschien Sonic the Hedgehog 4 Episode 2. Und so wie es üblich ist, muss natürlich in der zweiten Episode, wie in den meisten Sonic 2 Spielen, Tails dabei sein, der hier auch eine tolle Rolle hat, weil nämlich Sonic und Tails gemeinsam Koop-Attacken ausführen können. Wie ihr hier sehen könnt, zum Beispiel die gemeinsame Wirbelattacke oder das typische Fliegen mit Tails und Sonic, was man natürlich benötigt, um die Level durchspielen zu können. Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass das Spiel Laune macht und dass es sehr gut gelungen ist. Wäre halt wirklich cool, wenn das eine Retail-Version bekommen würde. Wenn man beide Episoden hat, schaltet man eine Episode von Metal Sonic frei, wo man erfährt, wie halt Metal Sonic wieder in Schuss gebracht wurde nach seinem ersten großen Fail. Die Level sind zum Großteil recycelt, das macht aber gar nichts, weil sie sind einfach schwieriger. Also Metal Sonic ist sozusagen ein bisschen, ja, der härtere Part im Spiel, aber es ist halt cool, weil man mal Metal Sonic spielen kann. Das macht mega Laune und ist cool, sehr, sehr fein einfach. Und nun die Masterquest-Frage. Welche Spiele, die es nur als Download gibt, würdet ihr euch gerne noch als Retail-Version wünschen? Ich weiß, es gibt so viele Firmen schon, die wirklich da, weiß nicht, egal ob Limited Run, Red Hat Games, Special Reserve Games, Strictly Limited und, wen es da noch alles gibt, die wirklich geile Games und geile Collectors Edition produzieren. Aber welche Spiele gab es noch nicht, die es nur als Download gibt, die ihr euch gern wünschen würdet? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Haut rein, euer Nachbar. Tschüssi, bye bye. Weiterzocken.